oberflächlich betrachtet, denkt man vielleicht, das ist irgendwie gar nicht so wild. Dass ich dann nach dem Feiern gehen im Bett lag und zwischendurch aufgewacht bin, so, weil ich keinen Sauerstoff mehr bekommen habe. Finn ist süchtig nach solchen Vapes hier. Ich habe richtig Druck, Digga. Die gibt's in verschiedenen Geschmäckern, mit und ohne Nikotin. Und mittlerweile ist auch TikTok voll mit Vape-Content. Hier drunter kommentiert jemand, du kannst sie bei mir kaufen, das Alter ist egal. Macht TikTok zu wenig, um junge Leute vor dem Vapen zu schützen? Also Finn versucht ja gerade tatsächlich aufzuhören zu vapen, er hat aber schon den einen oder anderen Ausrutscher gehabt und deshalb bin ich einen Abend lang mit ihm und seinen Leuten dabei. Auf TikTok dokumentiert Finn, wie er immer wieder mit seiner Vapesucht zu kämpfen hat. Ich kann Finn gut verstehen, denn ich habe selbst ein paar Jahre lang geraucht und aufzuhören war echt ätzend. Finn hat es zwischendurch geschafft, über eine Woche lang nicht zu vapen und ist dann vor 4 Tagen eingeknickt. Ja, das war auf einer Feier tatsächlich und das ist immer mein Schwachpunkt, jedes Mal auf Feiern irgendwie nicht zu rauchen. Deswegen ist heute auch super schwer, wenn ich hier alle sehe mit ihren ganzen Vapes und Nikotin und so. Ah ja, ich sehe schon, du vapest auch. Ach, ihr vapet alle. Krass, okay. Wie viel hast du so gevaped im Schnitt? Kannst du das überhaupt sagen? Am Anfang habe ich es war noch relativ überschaubar. Ja. Habe ich immer nur so ein bisschen gezogen und auch bei Partys oder so habe ich dann ein bisschen gevaped. Aber dann hat es dann immer mehr hochgeschaukelt. Und ich denke mal so, mein Höhepunkt war jetzt vor einem Jahr ungefähr. Ja. So vom Jahr bis vor 4 Wochen oder 5 Wochen ungefähr. Da war das dann schon so, dass ich vier Stück in der Woche geraucht, vier Stück in der Woche. Da gehen 600 Züge raus, oder? Genau, ja. Da sind 2 Milliliter drin. 3 bis 4 sind so 1800 bis 2400 Züge die Woche. Ja, schätze ich mal. Mal kurz zur Einordnung. Von der Nikotinmenge sind das mehr als 150 Zigaretten, die Finn da jede Woche weggezogen hat. Ein paar der Einweg-Vapes aus den letzten Monaten hat Finn mir heute Abend mitgebracht. Ja. No way. Warte mal, das sind 3 Monate? Ja, also von der Menge 3, 4 Monate ungefähr. Also ich habe die jetzt schon länger gesammelt, aber das ist so die Menge. Ich habe auch richtig viel einfach so noch irgendwo rumliegen. Aber ja, das. Boah, das riecht auch, ey. Ja, es stand wie im Süßigkeitenladen. Riecht das so schlimm? Ich hab nicht dran gerochen. Riech mal dran. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Die eigene Vape-Sammlung zu präsentieren, ist auf TikTok mittlerweile zum Trend geworden. Da werden die Vapes nach Farben sortiert und neue Geschmacksrichtungen getestet. Die verschiedenen Geschmäcker machen es Finn übrigens besonders schwer, aufzuhören. Wenn ich schon mal versuche, aufzuhören, natürlich habe ich das Nikotin auch vermisst, aber ich hatte das auch so, dass ich sage, so, ich habe Lust auf den Geschmack, aber es ist ja trotzdem schädlich. Das geht ja um dieses ganze Liquid selber, was in deine Lunge kommt. Ja. So, das liegt ja nicht am Nikotin selber, sondern an diesem Liquid, habe ich jetzt für mich selber festgestellt. Ist ja auch interessant, weil in Deutschland sind Mentholzigaretten zum Beispiel genau deswegen verboten, weil sie halt den Geschmack von Nikotin und Tabak übertünchen. Und bei Vapes ist die Problematik zwar bekannt, aber die Dinger sind natürlich trotzdem noch erlaubt. Obwohl immer weniger Menschen rauchen, ist Vapen bei TikTok zu einem richtigen Lifestyle geworden. Da wird sogar Werbung für Vapes gemacht. Warum die Plattform so wenig dagegen tut, frage ich später noch nach. Denn auch wenn Vapen weniger schädlich als Rauchen ist, gibt es kaum Langzeitforschung darüber, wie schädlich die Liquids in den Vapes sind. Was war denn so der Auslöser, dass du gesagt hast, ich habe jetzt keinen Bock mehr zu vapen? Also tatsächlich hatte ich mehrere Auslöser. Ich habe ja schon öfter versucht aufzuhören. Das ist ja immer so ein Auf und Ab. Aber es war ein Silvester und da hatte ich auf einmal so richtige Atemprobleme, dass ich irgendwie alle 4 bis 5 Züge so einen richtig tiefen Atemzug nehmen musste, um irgendwie meinen Sauerstoff zu bekommen. Und das habe ich seitdem. Und vor 4 Wochen oder so, also da hatte ich das auch, dass ich dann nach dem Feiern gehen im Bett lag und dann irgendwie so zwischendurch aufgewacht bin, so, weil ich keinen Sauerstoff mehr bekommen habe. So, also ja, das ist wirklich, also das ist, bin ich mal so hochgezogen. Hast du davor gevaped an einem Abend? Ja, auch nicht wenig. Ja, tatsächlich. Nachts aufzuwachen, weil man keine Luft mehr bekommt, klingt echt beängstigend. Deshalb geht Finn auch zu einem Lungenarzt. Er meinte auch irgendwie, dass ich so eine Vorstufe von Asthma habe. So. Und ich bin irgendwie gar nicht veranlagt dafür. Also das müsste eigentlich dann, das ist eine Theorie, ne? Aber ich denke mal schon, dass dann durch die Vapes kommt. Also ich rauche da jetzt schon seit 4 Jahren. Finn entschließt sich danach, dass er mit dem Vapen aufhören will und schmeißt auf TikTok ein paar seiner Vapes symbolisch ins Wasser. Und damit ist er nicht allein. Es gibt immer wieder Videos auf TikTok, in denen Menschen behaupten, vom Vapen Zahnfleischentzündungen oder Lungenschäden bekommen zu haben. Halt erst mal meine Lunge an.
Wie geht's dir, wenn du sowas siehst? Ja, das ist eigentlich genau der Grund, warum ich versucht habe aufzuhören, weil ich auch zwischendurch an so einem Punkt war. Also jetzt Zahnfleisch oder so hatte ich jetzt nicht, da hatte ich jetzt gar keine Probleme mit. Aber zum Beispiel mit der Lunge, so dass dieses laute Atmen, also jetzt nicht so extrem wie da im Video, aber zum Beispiel Schleimansammlung auch ganz, ganz toll, wenn man viel vaped. Klingt alles ziemlich ungeil. Aber weil Nikotin süchtig macht, nehmen viele solche potenziellen Nebenwirkungen in Kauf. Ich hab echt schon Bock zu ziehen. Ich bin echt. Ich hab richtig Druck, Digga. Du hast Bock zu vapen jetzt? Ja, schon. Wenn ich das so sehe, auch ohne Alkohol. Bevor es hier für Finn gleich zu brenzlig wird, ziehen wir lieber mal weiter. Herausfordernd bleibt der Abend für ihn aber trotzdem. Wenn wir zum Kiosk gehen, ist das gefährlich für dich, weil da überall Elfbars sind oder Einweg-Vapes? Also im Normalfall ja. Also wenn ich angefangen habe zu trinken, würde ich schon sagen, dass ich mir jetzt definitiv eine holen würde. Vielleicht liegt Finns Ausdauer gerade auch daran, dass wir heute mit der Kamera dabei sind. Beim Feiern hatte Finn nämlich schon ein paar Rückfälle, von denen er auf TikTok berichtet. Ja, wie bei jedem Nikotinsüchtigen passieren auch Rückfälle. Eigentlich bin ich so sauer auf mich selber, aber naja, auf ein neues würde ich sagen. Das Ding ist halt, auf TikTok gibt es nicht nur Videos von Leuten wie Finn, der ja aufhören will zu vapen, sondern auch ziemlich viele Leute, die vapen einfach richtig feiern. Auf der Plattform wird auch richtig Werbung, zum Beispiel für die Vapes von Haftbefehl oder Jizzes gemacht. Dabei ist Werbung für Vapes eigentlich verboten. Ich habe mir für die Recherche auch einen Account gemacht, auf dem ich mich als minderjährig ausgegeben habe. Und auch da wurden mir Videos angezeigt, die Minderjährige nicht sehen sollten. Hier will zum Beispiel jemand privat Einweg-Vapes verkaufen auf TikTok und fordert die Leute auf, ihm einfach zu schreiben. Es gibt aber auch Kommentare, in denen UserInnen illegal Vapes verkaufen wollen, auch an unter 18-Jährige. Hier fragt zum Beispiel jemand ab, wie ab welchem Alter Vapes erlaubt sind. Und hier drunter kommentiert jemand, du kannst sie bei mir kaufen, das Alter ist egal. Und das Video ist auch noch spannend. Das ist ein Video, wo jemandem erklärt wird, wie man seine Vapes am besten von den Eltern verstecken kann. In den Community-Richtlinien schreibt TikTok eigentlich, dass solche Inhalte auf der Plattform nichts zu suchen haben. Dort steht, nicht geteilt werden dürfen Inhalte, die den Erwerb, Vertrieb, Handel oder das Einholen von Kundenanfragen einschließlich Vaping-Produkten darstellen. Warum solche Videos auf TikTok überhaupt sind, das frage ich bei TikTok natürlich noch nach. Aber vorher möchte ich über die ganze Sache mit einem Anwalt sprechen. Ich zeige Jeremy Gardner die Videos, die ich gefunden habe. Als Anwalt ist er selbst viel auf TikTok unterwegs. Sind solche Videos und Kommentare denn überhaupt auf TikTok erlaubt? Nein, also solche Inhalte bzw. Kommentare sind nicht zulässig, weil schon nach den hauseigenen TikTok-Richtlinien ist es verboten, Tabakerzeugnisse zu bewerben. Und da steht auch ausdrücklich drin, dass Vapes nicht beworben werden dürfen. Und des Weiteren verstößt es auch gegen das Tabakserzeugnisgesetz und danach ist Internetwerbung verboten. Das Problematische ist allerdings versteckte Werbung, sage ich jetzt mal. Also wenn zum Beispiel ein Content-Creator live im Livestream jetzt quasi ein Vape raucht oder es halt so platziert, um es quasi ja, schön darstellen zu lassen oder zu verherrlichen, sage ich jetzt mal, ohne es aber ausdrücklich zu bewerben. Okay, also ein schmaler Grat. Mit der Vape-Sammlung auf TikTok zu flexen, ist rein rechtlich erlaubt, aktiv dafür zu werben, aber in jedem Fall illegal. Kann man hier schon von einer Gefährdung Minderjähriger sprechen? Ja, auf jeden Fall. Also das Tabakverbotsgesetz, das ist ja gerade auch dafür da, um Jugendliche und Heranwachsende zu schützen. Und es ist verboten, diese zum Kauf von solchen Produkten aufzufordern. Was glaubst du denn, wie TikTok reagieren wird, wenn ich diese Videos jetzt melde? Also wenn der Inhalt rechtswidrig ist, dann muss TikTok den Inhalt löschen und auch dafür Sorge tragen, dass es nicht normal passiert und zum Beispiel den Nutzer sperren. Das ist meiner Meinung nach jetzt so das Mindestmaß, was sie machen müssen. Können natürlich damit nicht verhindern, dass der Nutzer sich jetzt einen neuen Account macht und dann wieder Content hochlädt. Dann müsste man quasi die Sache nochmal melden. Dann bin ich jetzt sehr gespannt, wie TikTok reagiert, wenn ich diese Videos melde und denen ein paar Fragen dazu stelle. Dazu später mehr, denn für Finn ist gerade unser Zwischenstopp im Kiosk eine echte Herausforderung. Das sind 11 Bars. Ja, ich werde gleich wieder schwach. Nee, du schaffst das. Die kichern mich schon ein bisschen an, ne? Finn hat sich keine Welt gekauft, das ist schon mal gut. Noch nicht. Ich bin noch nicht fertig. Wir haben es gleich.
Ja, er hat vorher schon zu mir so... Ja, nicht einfach auf jeden Fall. Ich bin stark im Leben. Ohne Vape rausgekommen. Ohne Vape rausgekommen. Ja, cheers dazu. Wir bei Reporter, wir machen immer wieder Videos zu solchen Themen. Und wenn ihr da in Zukunft nicht mehr verpassen wollt, dann lasst doch ein Abo da und ganz wichtig, aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn ein neues Video von uns online geht. Ich merke schon, dass der ganze Abend hier eine richtige Challenge für Finn ist. Wie steht er eigentlich dazu, dass TikTok voll mit Videos ist, in denen Vapen total gehypt wird? Ja, schwierig. Also oberflächlich betrachtet denkt man vielleicht, das ist irgendwie gar nicht so wild. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es halt viele irgendwie so triggert. Also in den ganzen Videos sieht man halt nur die Vape Collection oder die Vapes. Ich meine, es wird niemals gesagt, so, ey, Vapes sind schädlich. Finn sagt, dass er auf TikTok aber auch Zuspruch dafür bekommen hat, als er dort Videos über seinen Vape-Entzug gepostet hat. Also die ganzen Kommentare, voll viele haben mir halt so zugesprochen, meinten so, ja, ich finde das richtig schön, dass du das geschafft hast oder wir glauben an dich oder was weiß ich. Also es waren natürlich irgendwelche Fremden, aber das hat mich so motiviert, noch länger durchzuziehen. Und da kam auch dieses schlechte Gewissen her, wenn ich dann am nächsten Tag wieder angefangen habe, ich so, scheiße, das ist halt irgendwie nicht gut gewesen. Ne? Schick mir bitte morgen ein Update, ob du durchgehalten hast. Und ich wünsche dir noch richtig viel Spaß. Während für Finn der Abend noch weitergeht, ist für mich noch eine Frage offen. Was sagt TikTok eigentlich zum ganzen Vape-Content? Tja, ich habe denen eine ganze Reihe an Fragen geschickt. Nur leider haben die bis Redaktionsschluss nicht geantwortet. Von den Videos und Kommentaren, die ich gemeldet habe, sind übrigens immer noch einige auf TikTok online. Auch der Kommentar von der Userin, die Vapes illegal an Minderjährige verkaufen möchte. TikTok sieht darin keinen Verstoß gegen die Nutzungsrichtlinien. TikTok sagt auf der einen Seite, dass die Plattform ein sicherer Ort für Minderjährige sein soll. Auf der anderen Seite machen die aber viel zu wenig gegen illegalen Vape-Content. Und das passt für mich nicht so richtig zusammen. Ich habe aber noch ein Update von Finn bekommen. Nach unserem Dreh hat er noch ein paar Tage durchgehalten, ist dann aber leider wieder eingeknickt und vaped jetzt immer mal wieder beim Feiern oder in stressigen Situationen. Mich würde aber jetzt noch eure Meinung interessieren. Wie findet ihr das denn, dass Vapen auf TikTok richtig gehypt wird? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Und wenn ihr in Zukunft nichts mehr von uns verpassen wollt, dann lasst doch ein Abo da und ganz wichtig, aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr nämlich immer Bescheid, wenn ein neues Video von uns online geht. Zu Vapes haben wir übrigens schon mal recherchiert. Das große Problem ist natürlich, sind die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen, die vielleicht gar nicht geraucht hätten. Solange man mir nicht beweist, dass es so ist, werde ich keine Aussage dazu tätigen. Wenn allerdings gleichzeitig eine neue Generation von Jugendlichen rangezüchtet wird, die abhängig werden von Nikotin, von diesen Geräten, wäre das schlecht. Dieses Narrativ, das wir heute präsentieren, finde ich nicht so wirklich glaubhaft, ehrlich gesagt. Ben hat nicht nur den Vape-Herstellern auf den Zahn gefühlt, sondern sich auch angeschaut, wie viel Nikotin eigentlich in so einer E-Zigarette drin ist. Das Video, das habe ich euch hier oben verlinkt und hier unten ist ein Video von Mr. Wissen2Go.